Es freut mich, Sie hier bei unserer letzten Coffee Lecture dieses Semesters begrüßen zu dürfen. Heute soll es um das Programm LaTeX gehen, welches Ihnen einige Möglichkeiten bringt, ein optimales Layout für Ihre Abschlussarbeiten beispielsweise zu erstellen. Zuerst einmal, was ist LaTeX? LaTeX ist ein Textsatzsystem, also es ist jetzt kein Schreibprogramm im klassischen Sinne. Und es basiert auf der Sprache Tech, hat aber eine bessere Anwendbarkeit für den Nutzer. Es ist eine Auszeichnungssprache, das heißt, bestimmte Symbole schreiben Sie nicht, wie Sie sie normalerweise schreiben würden, sondern Sie schreiben dann einen Befehl, also, aber es ist hauptsächlich bei Sonderzeichen der Fall. Und Sie verwenden ein logisches Markup. Also wenn Sie jetzt bei Word eine Überschrift schreiben, dann würden Sie es im einfachsten Fall ja so machen, Sie markieren die, machen die etwas größer als den normalen Text, machen die vielleicht fett, kursiv, was auch immer. Bei LaTeX schreiben Sie einen Befehl davor, um dem Programm zu sagen, hier ist eine Überschrift und das Programm schaut dann später nach, wie diese Überschrift tatsächlich umgesetzt werden soll. Sieht aber erstmal aus wie ein normaler Text, der in einem Befehl eingebettet ist. LaTeX wird vor allem in der Mathematik, in der Technik und in Naturwissenschaften angewendet zum Textsatz, kann allerdings auch in allen anderen Fachbereichen eingesetzt werden. Ich weiß zum Beispiel, dass hier in Gießen das auch in den Wirtschaftswissen einige Professoren einsetzen. Gut. Das erstmal das Allgemeine. Und warum sollten Sie jetzt LaTeX einsetzen? Zum einen, LaTeX ist kostenfrei. Sie können es unabhängig von jedem Betriebssystem einsetzen. Sie können es sich einfach herunterladen. Sie müssen dazu nicht Mitglied dieser Universität sein. Sie finden LaTeX im Internet und können es herunterladen. Und wenn Sie eine Datei erstellt haben und die jetzt auf einem Windows-Rechner erstellt wurde, können Sie die auch auf einem Mac oder auf einem Linux-System einfach aufspielen, solange Sie da LaTeX installiert haben, wird auch das Ergebnis überall gleich aussehen. Das Layout, das LaTeX erzeugt, wird für den Druck optimiert gesetzt. Das heißt, Sie müssen sich da keine Gedanken machen. Es ist wirklich schon so, wie es später gedruckt werden sollte. Sie können das aber auch in einem gewissen Rahmen auch beeinflussen, wie es aussehen soll. Sie kriegen gleich ein PDF erstellt, müssen da also nicht noch gucken, wie Sie irgendwelche Formate ineinander umwandeln können, wenn ein PDF gefordert ist. Und wenn Ihr Dozent, Ihre Dozentin sich irgendwie 2 Tage vor dem Abgabedatum überlegt, dass Sie zum Beispiel Ihre Tabellen, die Sie immer Tabelle, Doppelpunkt und dann die Unterschrift gemacht haben, überlegt, dass da statt dem Doppelpunkt lieber ein Punkt hinkommen muss, und Sie haben da jetzt 100 Tabellen drin, dann müssen Sie das jetzt bei LaTeX nicht bei 100 Tabellen einzeln machen, sondern Sie machen das an einer Stelle, kompilieren und das ist überall geändert. Also ist auch ein großer Vorteil, dass man wirklich Änderungen sehr schnell umsetzen kann. Was auch noch ganz nett ist, Sie haben eine automatische Worttrennung. Sie müssen also nur in sehr, sehr wenigen Fällen hinterher nochmal schauen, ob Worte irgendwie über den Rand hinausstehen. Und diese Worttrennung ist nicht nur innerhalb der Zeile, sondern wirklich innerhalb des Absatzes. Also LaTeX guckt, an welcher Stelle trenne ich dieses Wort gut, damit der gesamte Absatz gut aussieht. Und nicht nur, okay, hier ist jetzt das Wort zu lang, hier trenne ich. Also in einem gewissen Rahmen schaut es da auch noch. Und Sie können in LaTeX auch sehr einfach verzeichnen, wie das Abbildungsverzeichnis, die Gliederung einbinden. Das entsteht schon sozusagen automatisch beim Erstellen. Sie können auch Literaturverzeichnisse einbinden und auch es mit einigen Literaturverwaltungsprogrammen gemeinsam benutzen. Ich will aber nicht verschweigen, dass LaTeX auch ein paar Nachteile hat. Es ist kein What you see is what you get, das ist, was sich hinter dieser Abkürzung verbindet. Man kann das in gewisser Weise simulieren. Also ein What you see is what you get wäre Word, wo Sie einfach etwa einen Text schreiben und der Text sieht direkt so aus, wie er aussehen soll. Oder wenn Sie eine Änderung machen, sehen Sie die sofort. Also wenn Sie da was größer machen, passiert das sofort. Bei LaTeX haben Sie dann noch einen Zwischenschritt dabei. Aber Sie können sich das nebeneinander anzeigen lassen, dass es fast schon wie ein herkömmliches Word aussehen würde. Sie brauchen etwas mehr Einarbeitungszeit. Sie müssen das Dokument sozusagen einmal vorbereiten, eine Präambel erstellen. Sie können diese Präambel aber, wenn Sie die einmal erstellt haben, mit Anpassung dann für jedes andere Dokument weiterverwenden. Die wird vielleicht immer ein bisschen wachsen, Sie werden mal Sachen wieder rausnehmen, aber Sie können die weiterverwenden. Und Sie müssen die Befehle erlernen. Geht aber
relativ gut. Und nach einer Weile, wenn die eine längere Arbeit geschrieben haben, dann fangen sie an, auf einmal in ihren E-Mails auch schon die Befehle einfügen zu wollen, weil sie so da drin sind. Jetzt kommt ein Punkt, der ein bisschen komisch bei Nachteilen erscheint, nämlich das Layout folgt nach Regeln, wie Normen, wie DIN. Klingt komisch, ich weiß aber, dass manche Dozentinnen sehr genaue Vorstellungen haben, wie ein Dokument aussehen soll. Das läuft manchmal den Normen entgegen oder dem, was man normalerweise im Layout machen soll. Sie müssen keine Angst haben, dass Sie dann durchfallen oder irgendwas. Sie können LaTeX anpassen. Es dauert manchmal ein bisschen, Sie müssen manchmal ein bisschen basteln, aber ich habe für alles bisher eine Lösung gefunden. Das werden Sie dann auch finden. Ein kleiner Nachteil ist auch, Tabellen sind in LaTeX schwierig einzufügen, wenn Sie das direkt in LaTeX machen wollen. Es gibt aber Programme, da können Sie LaTeX in einem Tabellenkalkulationsprogramm eine Tabelle erstellen und das dann nach LaTeX importieren und müssen dann nur noch kleinere Anpassungen vornehmen. Für LaTeX brauchen Sie gewisse Englischkenntnisse, einfach daher, dass die Befehle, die Sie anwenden, die sind auf Englisch. Das hilft Ihnen einfach zu verstehen, was Sie da tatsächlich tun. Und wenn Sie Probleme haben, sollten Sie einfach im Internet, dann können Sie das nachsuchen. Und viele Sachen sind halt einfach im englischsprachigen Foren oder Ähnlichem erklärt. Da hilft es dann, wenn man so ein bisschen weiß, was die Leute da genau möchten. Und naja, dadurch, dass LaTeX ein bisschen umständlicher ist, setze ich es zumindest hauptsächlich für längere Dokumente ein. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass man es zum Beispiel für Briefe einsetzt. Das ist Ihnen dann selber überlassen. Aber gerade auch für Abschlussarbeiten ist es sehr geeignet. So. Wenn ich Sie jetzt überzeugt habe, dass Sie LaTeX mal ausprobieren wollen, wie installieren Sie das Ganze? Ich hatte ja schon gesagt, Sie können sich das kostenfrei herunterladen. Am einfachsten geht es, wenn Sie mal auf den Wikipedia-Artikel gucken. Da sind die Sachen schon verlinkt. Da finden Sie das dann auch weiter. LaTeX besteht immer aus einer sogenannten Distribution, also dem Softwarepaket an sich und dem Editor, in dem Sie dann schreiben. Sie benötigen beides. Es gibt es aber auch zum Teil, sind die schon in einem Programm integriert. Eine Distribution wäre zum Beispiel MikTeX. Die hat schon einen Editor mit drin. Sie können immer gucken, es gibt jeweils Distributionen und Editoren, die für ein Betriebssystem entwickelt sind oder auch plattformübergreifend funktionieren. Da können Sie einfach schauen, was Ihnen gefällt, was Sie für ein System haben, ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, ich würde Ihnen erstmal MikTeX empfehlen für den Anfang. Das ist eigentlich sehr, mit TechWork ist das sehr gut zu benutzen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, beides einzeln zu installieren, installieren Sie bitte immer zuerst die Distribution. Wenn Sie erst den Editor installieren, kann das Probleme geben. Dann kann es sein, dass was nicht funktioniert. Also fangen Sie einfach mit der Distribution an, dann den Editor. Dann haben Sie keine Probleme. Gut. Dann zum eigentlichen Dokument. LaTeX besteht aus mindestens zwei Teilen, nämlich zum einen der Präambel und dann dem Dokument. Die Präambel ist dem Dokument vorgeschaltet und sie beschreibt sozusagen, was in dem Dokument umgesetzt werden soll, wie ihr Dokument aussehen soll. Kann man sich ganz einfach vorstellen, das sagt zum Beispiel einfach nur, welche Schriftgröße normalerweise angewendet werden soll oder ob das jetzt ein doppelseitiger Druck ist, ob Sie vielleicht lieber auf A5 dann Ihre Arbeit schreiben statt auf A4. Das alles können Sie einmal sagen. So ganz allgemeine Sachen sagen Sie über die Dokumentklasse, können Sie das eingeben. Und speziellere Sachen können Sie über Pakete installieren. Zum Beispiel, wenn Sie für den mathematischen Formelsatz bestimmte Formelzeichen brauchen oder wenn Sie Tabellen in einer gewissen Art und Weise gestalten wollen, können Sie das über ein bestimmtes Paket mit einsetzen. Pakete spezifizieren sozusagen das, was Sie tun wollen. Und auf die Präambel folgt dann das eigentliche Dokument. Da können Sie zum Beispiel eine Titelseite einbinden, da können Sie Verzeichnisse einbinden, wie die Gliederung, das Abbildungsverzeichnis und dann folgt noch der Text, den Sie eigentlich schreiben. Und wenn Sie das benötigen, können Sie auch noch Literaturverzeichnisse einbinden. Je nachdem, wie umfangreich die sein sollen, können Sie die entweder separat einbinden oder auch direkt in LaTeX oder in dem Dokument, das Sie gerade schreiben, mit einbinden. Das kommt darauf einfach an, ob Sie jetzt nur ein kurzes Exposé mit drei Quellen haben oder da Ihre Abschlussarbeit schreiben, wo Sie 20, 50 Quellen, was auch immer haben. Je nachdem unterscheidet sich das. So, und weil man sich das Ganze gar nicht so gut vorstellen kann, habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht.
wir zeichnen ja diesen Vortrag gerade auf und den können Sie später in unserem YouTube-Kanal finden. Dort wird auch dieses Dokument verlinkt sein, damit Sie dann starten können, wenn Sie das gerne wollen. Also Sie sehen, hier startet erstmal die Präambel. Was ich schon gemacht habe, war einmal den Syntax hervorzuheben. Also das ist, dass Sie das jetzt bunt sehen, dass hier bestimmte Sachen rot oder blau sind. Das ist die Syntax-Hervorhebung. Und Sie können auch noch Zeilen zum Beispiel einfügen. Alles, was rot erscheint hinter so einem kleinen Prozentzeichen, das ist nur, das sind Kommentare von mir. Die sind für LaTeX nicht relevant. Das ignoriert die einfach. Also alles, was Sie in einem Prozentzeichen schreiben, wird ignoriert. Und alles, was hier blau ist, das sind dann schon mal Befehle, die es dann einliest. Und in den eckigen Klammern sind dann normalerweise Spezifikationen oder hier sind zum Beispiel Klassen oder später Pakete. In Deutschland verwendet, das Wichtigste ist diese Dokumentklasse. Die sagt, was für einen Dokumenttyp Sie verwenden. Zum Beispiel ist es ein kurzer Text, artikelartig, soll es ein Buch sein, ist es ein Brief. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum generell werden die sogenannten Komma-Klassen verwendet. Die erkennt man an diesem SCR davor. LaTeX wurde ursprünglich im angloamerikanischen Raum entwickelt. Die haben da einfach andere Formate und das wurde dann nochmal ein bisschen angepasst für unsere Bedarfe. Dann kommen ein paar Pakete. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Es gibt sehr viele verschiedene Pakete, je nachdem, was Sie benötigen. Ich habe Ihnen mal so ein paar reingemacht, die ich für sehr wichtig empfinde. Zum Beispiel einfach das Babel-Paket in der neuen deutschen Rechtschreibung, was dann für Sie für die Worttrennung übernimmt. Es gibt aber auch Pakete, wenn Sie besonders lange Tabellen einbinden müssen, wenn Sie Grafiken einbinden müssen. Es gibt Pakete, da können Sie anpassen, was für Seitenränder Sie haben wollen. Da gibt es ja auch manchmal ganz bestimmte Vorgaben. Und ebenfalls wird hier noch das Literaturverzeichnis eingebunden, wenn Sie ein umfangreicheres Literaturverzeichnis haben. Über Style können Sie auch unterschiedliche Styles einbinden. Also das ist sozusagen, wie das Literaturverzeichnis aussieht, wie die Zitationen im Text aussehen und wie das Literaturverzeichnis aussieht. Hier ist jetzt einfach ein Style drin, der in den Naturwissenschaften eher verwendet wird. Sie können es aber auch einfach in den geisteswissenschaftlichen Author-Year-Stil oder ähnliches einfach umbinden oder einen, der hauptsächlich über Fußnoten arbeitet. Das ist einfach möglich, da müssen Sie hier ein bisschen was ändern. Gut. Danach beginnt das eigentliche Dokument. Das war jetzt die Präambel, die alles beschrieben hat. Und Sie sehen, in LaTeX beginnt alles mit einem Beginn, in dem Fall dem Dokument. Und alles, was beginnt, muss auch enden. Also ganz am Ende des Dokumentes hier unten habe ich dann wieder ein Enddokument. Also immer, wenn Sie einen Beginn schreiben, müssen Sie darauf achten, dass irgendwo End auftaucht. Dann nur kurz zur Struktur. Ich habe Ihnen schon mal eine Title-Page eingebunden. Die kann man hier so ein bisschen besser sehen. Die habe ich Ihnen schon mal einfach reingegeben. Können Sie sich anpassen, je nachdem, was für Ihre Arbeiten da gefordert werden muss. Sie können ihn auch rausnehmen, wenn Sie keine Title-Page brauchen. Dann sind verschiedene, zum Beispiel Seitenzählungen nochmal geändert oder es sind Inhaltsverzeichnisse angegeben, Abbildungsverzeichnisse, Tabellenverzeichnisse, Abkürzungsverzeichnisse. So sehe das dann zum Beispiel aus. Können Sie jeweils einbinden, was Sie benötigen, was Sie brauchen. Und dann folgt darauf, dann sind wir jetzt wirklich beim Dokument, da wo unser Text hinkommt. Es gibt verschiedene Gliederungsebenen, die sind nicht unbedingt bei allen Klassen einsetzbar. Das Übergeordnete wäre sozusagen Part, also ein Teil eines Dokumentes. Und dann gibt es noch sozusagen Kapitel und Unterabschnitte von den Kapiteln, die Sie einfach einteilen können. Ich habe Ihnen das schon mal hier aufgeführt. Die sind zum Teil nummeriert, zum Teil sind sie auch unnummeriert. Es ist allerdings möglich, wenn Sie hier für diese kleineren Abschnitte noch Nummerierung benötigen, dass Sie die auch einfügen. Ich habe Ihnen dann auch einmal aufgeführt, wie Sie das machen. Sie finden auch jeweils ein Beispiel für ein Bild und eine Tabelle. Die sind nicht besonders hübsch, aber zumindest, dass Sie schon mal sehen, wie das aussieht und wie Sie es auch dann hier drinnen finden würden, dass Sie sozusagen schon mal einen Startpunkt hätten. Dann kommen wir noch mal einmal kurz zum Literaturverzeichnis. Sie sehen hier ein paar Zitate. Und so könnte dann Ihr Literaturverzeichnis aussehen. Das ist jetzt das umfangreichere, wo Sie eine extra Datei
brauchen. Die müssen Sie dann auch direkt im Ordner einlesen. Das wäre hier, hätte ich eine extra Datei. Auch Bilder müssen Sie in demselben Ordner, in dem LaTeX oder in dem Ihr Dokument für LaTeX liegt, müssen Sie damit einbringen. Falls Ihnen dieses Literaturverzeichnis aber zu umständlich ist, habe ich Ihnen hier auch nochmal eine Alternative eingebunden. Da müssten Sie einfach hier die Prozentzeichen löschen und diese beiden Sachen mit einem Prozentzeichen versehen, dann können Sie das umschalten. Ja. Wie kommt man allerdings von dem komischen Text auf das Dokument, das ich hier gezeigt habe? Dafür kompiliert man über diesen kleinen grünen Pfeil hier oben. Wie Sie sehen, jetzt arbeitet das Dokument, liest alles ein. Und wenn wir jetzt eine Änderung gemacht hätten, würden wir jetzt hier was sehen. Aber Sie können sich sozusagen dadurch relativ schnell, wir haben gesehen, das ging, hat nur ein paar Sekunden gedauert, können Sie sehen, was für Änderungen Sie gemacht haben. Und wenn Sie irgendwo einen Fehler gemacht haben, weil Sie hier zum Beispiel vergessen haben, Ihren Befehl ordentlich zu schließen, passiert erstmal Folgendes, gar nichts mehr. Aber LaTeX sagt Ihnen hier unten, da ist irgendwas passiert. In Zeile 172, davor ist irgendwo ein Argument nicht richtig geschlossen worden. Und dann gucken Sie hier rein, sehen, naja, da muss ich irgendwie was machen. So. Und können das korrigieren. Also wenn Sie einen Fehler haben, sagt Ihnen das Programm das an und zeigt Ihnen auch, wo Sie das machen müssen. Deswegen hatte ich jetzt auch die Zeilennummerierung eingeschaltet. Dann, wenn Ihnen so ein Fehler aufgefallen ist, kompilieren Sie einfach nochmal. Und entweder es läuft dann direkt durch und manchmal bekommen Sie auch eine kleine Fehlermeldung, dass Sie erstmal noch Sachen löschen müssen. Weil LaTeX erstellt sozusagen zwischendurch schon ein paar Dokumente im Hintergrund, die es nur zum Arbeiten benutzt. Und wenn da ein Fehler drin auftaucht, kann es sein, dass dann das neue Dokument nicht durchläuft und Sie müssen es einfach nochmal löschen. Aber das habe ich Ihnen hier auch nochmal. Das habe ich nochmal. Genau. Genau. Also Fehler, die auftreten können, liegen in den meisten. Ich will doch nur mal kurz. Liegen in den meisten Fällen einfach daran, dass irgendwo man vergessen hat, was ordentlich zu schließen, irgendwo ein Befehl ein bisschen einen Tippfehler reingehauen hat. Oder auch, dass man ein Zeichen falsch verwendet. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Prozentzeichen irgendwo haben, wollen wir eine Prozentangabe machen, ist das Einzige, was passiert, dass alles hinter diesem Prozentzeichen nicht mehr umgesetzt wird. Sie müssen da erst ein Backslash vor das Prozentzeichen setzen. Also man muss ein bisschen wissen, was es gibt einige wenige Sonderzeichen, die bei LaTeX irgendwas auslösen, die sollte man kennen. Ja, und was im Zusammenhang mit Sonderzeichen auch noch auftreten kann, ist einfach, dass Sie ein Zeichen verwenden, das gar nicht umgesetzt wird, weil da noch ein Paket nachinstalliert werden muss, weil das irgendein mathematisches Sonderzeichen ist, das im normalen Programm nicht enthalten ist. Müssen Sie dann aber einfach schauen. Meistens verrät Ihnen das relativ schnell, was das Problem ist. Deswegen zuerst immer Syntax prüfen, ob Sie sich irgendwo vertippt haben, ob Sie alle Endbefehle reingemacht haben. Wenn das nicht hilft, Hilfsdateien löschen, neu kompilieren. Dann hat man den Großteil aller Fehler schon eliminiert. Dann hilft immer noch mal Versionen prüfen, gerade wenn Sie eine Präambel immer wieder und wieder eingesetzt haben und da nichts dran geändert haben, müssen Sie vielleicht noch mal ein paar Sachen neu installieren oder nachinstallieren. Wenn Sie MiKTeX verwenden, geht das relativ einfach über den Update-Modus. Und wenn gar nichts mehr klappt, oder ziehen Sie die Literatur zu Rate, und bei ganz, ganz spezifischen Fällen hilft Ihnen das Internet wirklich weiter. Also ich habe bisher wirklich für jedes Problem eine Lösung gefunden. Also es dauert manchmal einen Moment, aber irgendwann findet man sie. Ja. Und damit Sie wissen, wo Sie da zum Beispiel suchen können, wir haben hier in der Bibliothek einen Bestand an LaTeX-Büchern. Den neueren finden Sie im ersten Stock im RVK-Bereich. Die älteren Bücher, die aber durchaus auch noch aktuell sind, finden Sie im zweiten Stock beim FH-Küppere. Und wenn Sie über Just Find gehen, finden Sie natürlich auch noch unsere E-Books zu dem Thema. Dann noch ein paar hilfreiche Links, zum Beispiel die Datei, mit der Sie können Word-Dokumente in LaTeX-Dokumente umwandeln. Wenn Sie sagen, ich will das jetzt ausprobieren, habe aber meine Arbeit jetzt halb fertig und will das nicht nochmal alles neu tippen, gehen Sie auf die Seite und schauen Sie die Anleitung an, wie Sie das umwandeln können. Dann können Sie damit starten.
Für Tabellen gibt es was Ähnliches, da können Sie ein Makro installieren und Sie können dann Tabellen deutlich schneller sich erstellen lassen. Für alle, die einmal anfangen wollen, gibt es noch einen Schnellkurs im LaTeX-Kompendium, der ganz empfehlenswert ist. Und ja, ich habe Ihnen noch die TU Darmstadt hat noch ein paar wichtige Befehle für den Start aufgeschrieben. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, ist der vorletzte. Das ist eine Website, da können Sie einfach per Hand Symbole einzeichnen. Weil wenn man irgendwelche ganz Sonderzeichen irgendwelche hat, dann kann man entweder lange Listen per Hand durchsuchen, in welchem Paket das jetzt auftaucht, oder man gibt es erstmal auf dieser Website ein und kriegt dann vorgeschlagen, wie der Befehl heißt und ja, wie das Paket heißt, das man eventuell noch einbinden muss, solange man halbwegs ordentlich zeichnet. Ja. Und wer von Ihnen vielleicht schon mit Citavi arbeitet und Literaturlisten direkt übertragen will, dem habe ich auch noch mal einen Link eingefügt, wo das beschrieben ist, wie man das machen kann, weil das geht eigentlich auch sehr schnell und lässt sich perfekt miteinander verbinden. Gut. Dann wäre ich jetzt erstmal mit meinem Teil am Ende. Sie haben jetzt aber auch noch, vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.